Er schrieb am laufenden Band Fernsehgeschichte. Rudi Carrell, über 40 Jahre die prägende Figur im deutschen Fernsehen, ist tot. Er erlag bereits am Freitag seinem schweren Krebsleiden. Der Mann mit dem unverwechselbaren holländischen Akzent war Showmaster, Schauspieler, Sänger, Tänzer, ein Allround-Talent, das sich selbst immer wieder auf die Schippe nahm. Das zeigte der 71-Jährige auch bei seinem letzten öffentlichen Auftritt vor 4 Monaten, als Carrell bereits den Tod vor Augen hatte. Rudi Carrell ist von seiner Krankheit gezeichnet, als er Anfang Februar in Berlin die Goldene Kamera für sein Lebenswerk erhält. Er kommentiert die Auszeichnung gewohnt witzig. Die Tatsache, dass ich hier heute Abend diesen Ehrenpreis in Empfang nehmen kann, verdanke ich in allererster Linie meiner Krankenversicherung, dem Klinikum Bremen-Ost und der deutschen Pharmaindustrie. Am Concours Eurovision de la Chanson in London nimmt 1960 alles seinen Anfang. Carrell landet für Holland zwar auf dem vorletzten Platz, der Verlierer wird dennoch außerhalb der Heimat bekannt. Beim holländischen Fernsehen erhält Carrell gar eine eigene Show. 1964 wird das deutsche Fernsehen auf ihn aufmerksam. Die 60er, 70er und 80er Jahre sind Carrells goldene Jahrzehnte. Beim deutschen Fernsehen moderiert er zahlreiche Sendungen. Fernsehen ist für mich gemacht, ich bin geboren fürs Fernsehen. Carrells Showtalent und unverkennbarer Akzent sorgen für hohe Quoten. Er avanciert zum deutschen Fernsehliebling. Rudi war kein Zauberer, ganz im Gegenteil. Er hat mir einmal gesagt, man kann nichts aus dem Ärmel herausschütteln, was man nicht vorher hereingesteckt hat. Rudi war deshalb der bestvorbereitetste. Er war der perfekteste. Er war ein richtiger Schwerarbeiter. Er war einer, der den Beruf sogar über seine Krankheit gestellt hat. Die Schweiz setzt Carrell 2004 ein Denkmal. Auf dem Titlis wird er in die Hall of Fame, einem Ruhmestempel für Fernsehunterhalter, aufgenommen. Und nun, meine Damen und Herren, startfrei für Rudi Carrell und sein neues Spiel mit 8 Kandidaten und bekannten Gästen. Wir wünschen recht viel Spaß am laufenden Band. Ab 1974 liefert der Niederländer Rudi Carrell 6 Jahre lang am laufenden Band Unterhaltung für die ganze Familie. Man kann doch auch lachen, am laufenden Band und Blödsinn machen. Am laufenden Band, heute gibt's was Neues. Nun, ich bin mal gespannt, es gibt Verwandte am laufenden Band. Und was gibt's noch? Es gibt Bekannte am laufenden Band. Und was gibt's noch? Man kann gewinnen am laufenden Band. Der war in den 70ern vor allem der Erste, der wirklich richtig Spaß ins Fernsehen gebracht hat. Witzig, der war schlagfertig, der war ungeheuer charmant. Rudi hatte so eine gewisse spitzbübische so Listigkeit. Statt Assistentin habe ich einen Rauschmeißer habe ich hier. Das ist dieser Herr hier. Ein Rauschmeißer. Und vielleicht können Sie selbst eben erklären, warum Sie heute angestellt sind. Oh ja, gerne. Wir haben einen anonymen Anruf bekommen, dass sich im Publikum ein paar Flitzer befinden. Flitzer? Der uns davor warnte, weil wir eine Sendung, die live ausgestrahlt wird und die hier splitternackt durch das Bild laufen wollen. Das haben wir nicht gesagt. Aha. Meine Aufgabe ist es, sie rauszuschmeißen. Aha, ja. Na, dann wissen Sie Bescheid, passen Sie auf. Fein, danke schön. So, und jetzt, meine Damen und Herren. Jetzt habe ich ihn nicht gut gekannt, aber später halt auch mal kennengelernt. Und daher weiß ich, dass er 100% professionell, 100% akkurat, totaler Vorbereitungsweltmeister. Und sagt er, nichts von dem, was da so lässig rüberkam, war ungeprobt. Hat mir mal gesagt, Johannes, man kann nur einen Ass aus dem Ärmel schütteln, wenn man das vorher reingesteckt hat. Der ist, wenn der auftreten musste in die Mitte von der Bühne, dann ist der diesen Weg 37 Mal in der Probe gelaufen. Ich habe ihm immer gesagt, Mensch, Rudi, du weißt doch, du sollst da vorne hin. Warum übst du das? Ja, das verstehst du nicht. Ein Schaf war damals froh, als man es schot. Carrell ist der Erste, der den Begriff Showmaster verwendet.
Der smarte Unterhalter schreibt mit seiner ganz speziellen Art ein Stück Fernsehgeschichte. Und manche seiner Songs haben bis heute Kultstatus. Wann wird's mal wieder richtig Sommer? Ein Sommer, wie er früher einmal war. Er war ja auch verdammt gut. Nicht nur in der Art, wie er es präsentiert hat. Er hat es von der Pike auf gelernt, von seinem Vater, der auch Varieté-Künstler war, der auf der Bühne stand. Und da ist sein Sohn in sehr jungen Jahren schon durch eine sehr gute Schule gegangen. Und darauf möchte ich dann jetzt eigentlich eben prosten, weil das sind Holländer und ich freue mich sehr, dass die Holländer gewonnen haben. Bei der Spielshow von Rudi Carrell geht es weniger um Wissen oder Schnelligkeit. Dafür gibt es viel Klamauk. Da sind ja auch wirklich Unterhaltungshöhepunkte geschaffen worden, wie dieser Boxkampf gegen Muhammad Ali. In der 20. Ausgabe gelingt Carrell eine Sensation. Er lässt seine Kandidaten gegen Boxweltmeister Muhammad Ali kämpfen. Er selbst spielt den Ringrichter. Der Niederländer bezeichnet diese Sendung im Nachhinein als seine beste. Ladies first. Ladies first. Ja. Yeah. Praise the people in all countries. Also er musste immer irgendwas machen, was ein bisschen extraordinär war, ein bisschen außergewöhnlich. Sind Sie verheiratet? Ja, aber ich habe meistens zwei Frauen. Zwei Frauen? Eine für oben und eine für unten. Für die Schnur zu machen. Ah, für die Schnur zu machen, ja, natürlich.